Herzlich willkommen zu Auf einen Tee mit XCOM Chimera Squad. Da haben wir es. Das ist das Titelbild. Sehr ungewöhnlich, muss ich sagen, für einen XCOM-Titel, finde ich. Das schon das Titelbild ist ein bisschen komisch, ne? So dieser, auch von den Frames her, dieser Cartoon-Look, diese Zeichnung. Das kenne ich sonst so von japanischen Dating-Simulators und ähnlichem. Was ich aber jetzt gleich erstmal nicht negativ auslegen möchte. Ich sage aber jetzt schon, das neue XCOM gefällt mir super gut und das neue XCOM ist so ein bisschen Michael Bay's XCOM. Es ist alles reduziert auf ganz, also reduziert aufs Wesentliche, auf ein Squad, auf eine Einheit aus 4 Leuten plus eventuell noch einen Druiden, die in einer Stadt für Recht und Ordnung sorgen. In einer Stadt, die sich längst hinter den ganzen Kriegen der ersten XCOM-Teile, sag ich mal, weiterentwickelt hat. Und da muss man mehr oder weniger natürlich auch wieder diverse böse Plots von in dem Fall jetzt diversen Antagonisten vereiteln und überhaupt erstmal dahinter kommen und was erforschen und weiter und vieles noch auf, vieles mehr. Komme ich alles gleich zu. Was wir jetzt machen werden ist, wir starten jetzt normal ins Spiel mit Tutorial, mit allem. Da werdet ihr auch die Einführung der Charaktere sehen. Da werdet ihr sehen, warum ich das so ein bisschen als Michael Bay so ein bisschen als Grundlage sehe. Oder ich sage jetzt mal Michael Bay nur, um irgendwelchen Action, um typische Action-Flicks zu nehmen. Ne? Es ist jetzt nicht wirklich Michael Bay, aber es ist schon sehr actiongeladen für das XCOM-Universum, muss ich sagen. Sogar mehr als die letzten Teile, die ja auch schon ziemlich schnell waren mit den Cutscenes. Also, wir starten und dann werde ich später springen wir regelmäßig alle 3 Missionen. Also ich hab, damit wir in Progress sehen, ne, ich habe vielleicht die ersten 19 Missionen, glaube ich, habe ich durchgespielt. Das heißt, wir kommen relativ gut weit durch. Das sei euch gesagt. Und jetzt genug gelabert, wir starten auf normal, weil da, jetzt ist ja eh egal, weil ich werde hier wie gesagt weiter springen und ich habe auf normal auch gespielt. Und gucken wir uns jetzt erstmal das Intro an. Viel Spaß damit. Bis gleich. Noch 2 Minuten. Hey, Godmother. Ist das so wie früher? XCOM taucht auf und zeigt's den bösen Jungs? Keine Ahnung. Ich habe im Krieg hauptsächlich Widerstandsnetzwerke ausgebildet. Ah, wie meines. Und zum Dank für deinen treuen Dienst. Vorsicht! Weist XCOM dich einem unerfahrenen Trupp zu und schickt ihn unvorbereitet in den Kampf. Ist das nicht genau wie früher? Ich freue mich auf den Einsatz. Ich habe den Krieg verpasst. Ich wäre gern dabei gewesen. Auf wessen Seite denn? Das trifft mich wirklich hart. Na klar, Advent. Wir haben den Kontrollpunkt passiert. Ich habe nie zu Advent gehört. Aber sie wollten dir einen eckigen Helm verpassen. Schnauze, alle beide. Wir sind da. Die Polizei hat uns grünes Licht gegeben. Ausrüstung schnappen und bereit machen. Entschuldigung. Ja, das hat mich direkt an das allererste XCOM erinnert und meine Erinnerung ist in diesem Fall... Whisper, wie ist Ihr Status? Und wann trifft Verge hier ein? Die Kommunikation funktioniert. Verge ist unterwegs. Was? Verge kann nicht fahren. Er hat sich ein Taxi gerufen. Zu einer Geiselnahme? Konzentration. Whisper. Was erwartet uns im nächsten Raum? Ein paar Gegner, die nicht wissen, dass sie kommen. Chimera-Trupp, in Position gehen. Bereit machen für den Durchbruch. Okay, und bevor wir jetzt hier gleich die nächste Aktion machen, wir werden es hier gleich auch noch von meiner Seite aus erklären. Kurz die Geschichte zu Ende erzählt, und zwar bin ich damals mit XCOM 1 quasi als Verpackung für den PC, glaube ich, bin ich nach Hause gefahren worden, habe mich fahren lassen. Natürlich, da durfte ich noch nicht Auto fahren. Und hab diese Anleitung durchgeblättert und da ist die Geschichte drin von einem neuen, braven, wohlwollenden XCOM-Rekruten, der sozusagen seinen ersten Außeneinsatz dokumentiert hat. Und das war genau so eine Situation. Bei ihm war es ein Dropship und du bist zu den Aliens, zu der Absturzstelle der Aliens und keiner wusste, was da irgendwie so halt, wie Krieg, ne? Fucking Krieg. Und das haben sie hier ganz gut gemacht mit diesem Fahrzeug, wie ich finde, weil man das auch immer wieder damit verbindet, so, ja, okay, es geht jetzt in die Einsätze, okay, die 4 Jungs sitzen sich gegenüber, oder Jungs und Mädels natürlich und Aliens, die sind auch dabei,
Also es hat, finde ich, schon genau das richtige Setting. So, kommen wir jetzt aber zu den wichtigen Neuerungen. Ich glaube, es sind Neuerungen. Ich habe den letzten Teil nicht zu Ende gespielt. Insofern weiß ich es nicht, aber ich nehme an, das ist relativ neu, dass man eben bei den wichtigen Punkten des Spiels, es gibt quasi mehrere aneinander geschaltete Killrooms, nenne ich sie einfach mal, kann man auf verschiedene Arten reinkommen in den Raum. In diesem Fall gehe ich jetzt durch die Haupttür, weil ich auch gar keine anderen Optionen habe, weil Tutorial. Aber wir werden später unterschiedliche Varianten sehen. Da brauchen wir dann Hacker, da brauchen wir Sprengladungen, könnt ihr euch schon denken. Und das ist dann direkt anschließend, auch wenn die Kamera noch nicht perfekt ist, ist das immer eine sehr schöne Sequenz, der Vorsturm, wenn man einen Raum entert. Dann sieht das schnell auch mal schmuddelig aus. Ist das unsere Geisel? Willkommen im City 31 Memorial Museum. Das ist nur eine Aufzeichnung. Wie ich immer zu sagen pflege, beeinflussen die Lektionen unserer Vergangenheit die Gegenwart. Bla bla bla. Geschichte. Konzentration. So, hier wird das jetzt auch nochmal erklärt. Oben rechts sehen wir die Zeitachse. Dadurch, ich klicke mal durch, hier sehen wir, jetzt ist Cherub dran. Danach ist dieser Soldat, deswegen hat er natürlich hier auch eine 2, das ist sehr praktisch. Godmother ist hier in der Ecke und als nächstes dran. Übrigens kann man natürlich diese Positionen hier, glaube ich, so bestimmen, wenn man vorher die entsprechend in der Reihenfolge platziert. Da man ja aber vorher normalerweise nicht weiß, wie sich der Raum entwickelt, kann man diese Position hier nicht so direkt bestimmen, sondern eher, wenn man schon weiß, was man da macht, dann kann man eventuell neu laden oder es beim nächsten Mal anders probieren. Das kann man machen. Gerade da gibt es oft Perks für den, der zuerst reinkommt oder den, der zuletzt reinkommt. Es gibt später auch noch Upgrades, die zwischendrin eingesetzt werden können. Sowas wie, stellt euch ein Gerät vor, was alle heilt, bevor man durch die Tür geht. Das ist aber nur eine von vielen. So, jetzt aber genug zu gelabert, das sehen wir alles später eh noch. Wir gucken mal, was wir machen können. Aktuell nur rumlaufen. Die 2 ist als nächstes dran, deswegen finde ich, wäre das Sinnvollste, erstmal zu gucken, ab wo man gute Sicht hat auf ihn. Ist er denn alleine? Nur die beiden, ne? Ist hier oben noch was? Sieht auch nicht so aus. Von oben hätte ich natürlich schon eine bessere Sicht, muss man sagen. Aber da ist es gelb, deswegen kann ich da nicht hin. Also, ich kann hinrennen, aber keine Aktion mehr machen. Das hier wäre zu gefährlich, weil zu exponiert. Eventuell, warum nicht einfach hinter das Pult? Oder von hinten, wenn man sagt, man möchte es vertagen, sozusagen auf die nächste Geschichte, auf die nächste Runde, könnte ich hier hin und dann hier eventuell was machen. Aber da stehe ich schon ziemlich dumm. Hier werde ich von beiden natürlich unter Feuer genommen, habe aber eine halbe Deckung. Ich entscheide mich mal einfach für hier oben, hier. Normalerweise würde ich hier hoch, aber in dem Fall gehe ich jetzt mal lieber hier hin. Weil ich glaube, dass ich von der Flanke zusammen mit den anderen beiden eben hier eine bessere Front geben kann. Jetzt achtet mal darauf, dass er ein Schild hat und die anderen nicht. Er kann natürlich zum einen natürlich ballern, aber er hat nur eine Pistole. Oder sie? Entschuldigung, es, Cherub, hat nur eine Pistole. Und kann aber natürlich eine spezielle Aktion mit diesem Schild ausführen, die jetzt aber wahrscheinlich nicht mehr relevant wird, weil ich jetzt mit dem nächsten Schritt ihm die Waffe aus der Hand ballern werde. Bäm! Mein Freund! So, ich mach mal das Spiel ein bisschen leiser. Ich habe Angst, dass es vielleicht... Habt ihr das gesehen? Interessant. Sicher. Oh, der feine Herr. Wo warst du so lange? Ich musste einen Sprengsatz für den Durchbruch auspacken. Guter Mann. Nicht direkt. Du weißt, was ich meine. Das weiß ich immer. Echt gruselig. Ändere dich nie. Virch, formieren. Befinden sich Gegner im nächsten Raum? Ja, ich kann sie fühlen. Also hier sind zwei Dinge bemerkenswert. Und mit bemerkenswert meine ich nicht unbedingt geil, aber bemerkenswert. Die Synchro ist irgendwie eine Mischung aus eigentlich ganz professionell und furchtbar in die Hose gegangen. Und das kann man gar nicht unbedingt an einzelnen Sprechern festmachen. Es ist mehr
der Rest irgendwie. Es ist so die Art, wie es gesprochen wird, wirkt einfach mega unauthentisch. Deswegen würde ich mir, glaube ich, hiervon die englische Version auf jeden Fall gerne irgendwann nochmal anhören. Ich glaube, die kommt ein bisschen cooler, obwohl es mich wundert, weil die deutsche ja eigentlich immer auch ganz gut ist, deutsche Synchros. Ist ganz komisch. Moment, jetzt haben wir den Punkt. Bevor wir zum nächsten kommen, erstmal das jetzt. Mehrere Vorschlusspunkte, das habe ich ja schon erzählt. Jetzt kann ich es auch mal zeigen. Hier steht übrigens auch immer nochmal so eine extra Warnung. In dem Fall Verwundung wahrscheinlich. Hier steht gar nichts, außer dass man plus 3 Verteidigung bekommt. Die letzte Einheit, die durch diesen Zugang geht, verursacht Schaden während des Vorstoßes. Zwei wichtige Informationen. Man kriegt extra Schild und es wird Schaden verursacht. Und zwar von der letzten Einheit. Wobei ich nicht genau weiß... Verursacht 3 Schaden. Ja, bei wem denn? Na gut, werden wir erleben. Jetzt müsste man natürlich seine Leute kennen, die, wie wir ja auch gerade eben schon mitbekommen haben, alle gewisse Persönlichkeiten haben und taktische Fähigkeiten. Ich glaube, die beiden hier, ich bin mir bei ihr nicht sicher, sie ist auf jeden Fall taktisch und nicht unbedingt eine Frontaleinheit. Verge, oh Mann. Ich glaube, Verge ist, ich nehme mal Cherub, aber es sind alles nicht meine Favoriten, sage ich mal. Er mit dem Schild kann auf jeden Fall natürlich vorne immer, ist immer gerne gesehen. An zweiter Stelle würde ich dann, ihr verursacht 3 Schaden während des Vorstoßes, würde ich dann auch jemanden nehmen, der schießt. Ich glaube, das ist, ich brauche einen Charakter, einen, der schießt. In dem Fall sie. Und dann bleiben ja hier eh noch 2 übrig und dann lasse ich auch lieber jemanden mit einer Waffe durchgehen und danach jemanden, der ein bisschen taktisch agiert hier mit der Drohne. Und dann geht der Vorstoß auch schon los. Zeit für den Vorstoß. Ups, jetzt kann ich hier auch übrigens natürlich durchschalten. Moment, wieso ist da 0%? Ach so, weil ich Deckungssprint aus Versehen ausgewählt habe. Ja, das sind die 2 Möglichkeiten. Ich kann also irgendwo hinspringen oder ballern. Habe ich jetzt gerade Deckungssprint gedrückt? Oh Mann, wie dumm. Na, ist nicht schlimm. Dann seht ihr nächstes Mal beide Varianten. Der eine sprintet, die anderen ballern. Aber die meiste Zeit bringt das schon am meisten, muss ich ehrlich sagen. Erstmal reinhalten. Es gibt aber sicherlich ganz viele Maps oder Situationen. Ja, jetzt kriegen wir natürlich auch was ab. Ganz viele Karten, wo es sinnvoll ist, am Anfang erstmal in Deckung zu sprinten. Ist wahrscheinlich auch missionsbedingt. Hier werden die Fähigkeiten erklärt. Die sind hier unten nochmal. Das ist auch eine weitere neue, also nicht eine neue, ist überhaupt keine neue. Es ist eine ganz klassische XCOM-Fähigkeit, aber wie sie hier verwendet wird, ist ja auch immer wieder ein bisschen neu und individuell. Hier kann man erstmal 2 Dinge machen. Zum einen kann man den Kampfwahnsinn aktivieren. Zum anderen kann man den Stumpfsinn aktivieren. Also bei dem einen macht man sie ein bisschen doof, bei dem anderen macht man sie sehr aggressiv und wahnsinnig. In beiden Fällen hat man einen Charakter erstmal weg. Meistens, jetzt muss ich gerade gucken, welcher ist denn am ungefährlichsten oder am gefährlichsten für die anderen. Das ist eigentlich viel wichtiger. Ich würde sagen, wir nehmen ihn hier. Weil er so schön, dann dränge ich alles ein bisschen in die Richtung. Wenn ich ihn jetzt wahnsinnig mache, wird er die anderen angreifen. Zumindest war das unser Deal. Lieber die als wir. Oh, direkt gut. Und damit ist er jetzt für diese Runde auch außer Gefecht. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass diese Psi-Einheiten gleich 2 von solchen heftigen Sachen einsetzen können in einer Runde. Empfinde ich fast als ein bisschen zu viel, weil das schon auch ganz schön heftig ist. Weil das sind ja wirklich 2 zum Preis von 1. Der eine ist hat eigentlich sogar 3 zum Preis von 1. Weil der eine ist außer Gefecht, hat einen noch mitgeballert. Und der dritte kriegt jetzt nochmal Stumpfsinn. Ist deswegen einfach, eine, die schießt. Einfach eine Weile sehr dumm und für 2 betäubt. Das bedeutet also in dem Fall, glaube ich, dass er hier in der Reihe weiter nach unten kommt. Shit. So, er hat den Platz gewechselt, aber das wird ihm überhaupt nicht helfen. Als allererstes habe ich gelernt, sollte man sich um Schutz kümmern, ist tatsächlich... irgendwie die beste Alternative, immer erstmal zu gucken, hat jeder volle Energie. Jetzt muss ich sagen, sie haben eigentlich alle volle Energie, aber schadet sicher nicht. Aber normalerweise hat man immer einen, der gerade 4 Energie brauchen kann. Das ist schnell gemacht. Ihr seht übrigens natürlich hier jetzt gerade mein Spielbild. Also mein Bild im Bild sozusagen. Ich kann es mal kurz ein bisschen bewegen und dann seht ihr hier
auch immer die Zeitachse. Vielleicht lasse ich es auch einfach so. Mal gucken, ob das dann nicht hier und da ein bisschen was aufs Bild drückt sozusagen und euch eher schadet als hilft. Aber im Moment sieht es aus, als wäre es okay. Ich muss einfach darauf achten, wenn ich hier was zeige. So, wir sind also wieder im Spiel. Wen haben wir sie? Sie hat jetzt die Möglichkeit zu überwältigen. Wobei, hat sie? Ja. Das ist ganz sinnvoll, weil überwältigen ist ein Nahkampfangriff. Der sorgt dafür, dass der Gegner bewusstlos ist. Jetzt stehe ich auch hier relativ gut im Schutz. Von der Position her. Er hier bringt mir, und das ist echt wichtig, da kommen wir im nächsten Schritt nämlich dazu, wenn es ums Management in XCOM geht. Er bringt Informationen. Und Informationen sind Gold wert. Also, weil, da kommen wir gleich zu, aber da schalten wir eine Menge Sachen mit frei. So, jetzt gucken wir erstmal, jetzt bin ich ja hier oben im oberen Stock, da hilft mir ein Schildangriff eher weniger was. Ich könnte Feuerschutz geben und damit einfach in diese Richtung mal halten, aber das ist Quatsch, weil ich habe ja eine Sichtlinie. Ich habe nur keine besonders gute. Und manchmal im Spiel, sage ich ganz offen, raff ich nicht, wie hier die Prozente zusammenkommen. Also, das ist schon okay, aber dass ich von hier oben auf die Sicht hinter der geilen Brüstung nur 67% habe, das ist komisch, ne? Weil hier steht, der Gegner ist hinter einer vollen Deckung. Ich verstehe schon, dass das laut, sag ich mal, XCOM-Regularien, steht er nun mal hinter, also neben einer vollen Deckung. Aber es ist schwer zu glauben, dass an dieser Stelle das von hier aus mit der Sichtlinie irgendeine Form von Deckung darstellt. Aber wie gesagt, da ist eher die menschliche Wahrnehmung das Problem und nicht die Regeln des Spiels. So, den haben wir erledigt. Jetzt gehen wir hier hin. Und hier habe ich noch den Streuschuss. Den werde ich jetzt natürlich... Oh, kann ich den von hier gar nicht machen? Feuere die Waffe des Typs Schrotflinte über kurze Distanz in einem kügelförmigen Bereich ab, um mehrere Ziele zu treffen. Wir probieren es mal. Nee, habe ich mir gedacht, das war ein Stockwerk zu hoch und vielleicht auch ein Pixelblock, also nicht ein Pixelblock, aber ein Quadrat zu kurz. Das ist aber auch alles nicht, ist wirklich nicht relevant, weil ich den jetzt bestenfalls auch überwältige. Ihr seht gleich auch, wenn ich nochmal die Möglichkeit habe, ich mache das jetzt genauso. Hier, wenn ich die Möglichkeit habe, nochmal zu hauen, sehen wir das gleich. Hier habe ich also meine Optionen unten. Waffe abfeuern, in dem Fall irgendwo einen Schutz machen. Kann ich eigentlich mal machen, warum nicht? Schadet nicht. Und dann habe ich hier... Ach, jetzt habe ich gerade so viele Punkte verbraucht, dass Überwältigen nicht mehr hinhaut. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Dann gebe ich mir selbst, beziehungsweise meiner Figur hier, ein bisschen Deckung. Wir zählen auf dich. Und jetzt kommt hier noch einmal der Soldat 1 dran. Dadurch, dass ich aber vorher diese Deckung gegeben habe, wird er direkt niedergemäht. Jetzt kann ich ihn nicht mehr betäuben, ist jetzt halt sein Problem. Er hätte jetzt sich ja auch einfach ergeben können. Ich liebe große Auftritte. Und jetzt kommen wir zu einer Sache. Wie gesagt, das haben wir häufig im Spiel, verschiedene Abschnitte, die voneinander getrennt sind von exakt solchen Elementen. Das macht echt Spaß. Also das ist nichts, was langweilt oder so, sondern man hat schon das Gefühl, cool, hier stelle ich meine Jungs hin. Manchmal kann man eben hier noch zusätzliche Optionen anklicken und eben noch ein bisschen was rausholen aus dieser geringen taktischen Komponente hier. Es ist ja eigentlich nicht so viel, aber es kann dann doch schon variiert werden. Und wie gesagt, meistens hat der Erste, der Dritte, irgendeiner, der Linke, der Rechte, einer, der über einen anderen Eingang kommt, hat wieder andere Parameter. Also man kann schon viel variieren. Warten Sie, stopp! Geisel im nächsten Raum bestätigt. Wir brauchen schon ein bisschen mehr als das. Die Polizei hat ein Live-Bild. Ich stelle durch. Wenn Sie aufgeben, setze ich mich für mildernde Umstände ein. Das reicht. Diese Ausstellung. Hier geht es um XCOMs Rolle bei unserer Befreiung. Sie haben das Plakat also gelesen. Es erklärt aber nicht, warum Sie eingeknickt sind und schwach wurden. Jetzt müssen wir diesen Funken entzünden. Er hat einen Zünder. Gehen Sie, schnell! Öffnen einen Weg. Also man hat schon gesehen, in dem Fall alles politische Hardline. Also es setzt ein gewisses Wissen über die letzten XCOM-Teile voraus.
Das ist mir aufgefallen. Man kommt aber auch schnell rein, weil es durch diese Exposition am Anfang relativ schnell erklärt wird, dass es eben verschiedene Fraktionen gibt. Es gibt verschiedene Religionen, es gibt Aliens. Auf guten wie auf bösen Seiten. Was ich lustig finde, ist, dass es sogar später Missionen gibt, wo Aliens von der Erde entführt werden. Ich meine, wie geil ist das? Aliens von der Erde entführt. Also allein dafür haben die, finde ich, das schon verdient. Was ist hier mit dem Bürgermeister? Was? Das ist die Geisel. Die müssen wir jetzt beschützen. Oder eher schützen. Terminal, stabilisiere ihn. Bin schon dabei. Verge, zu mir. Beschütze die Bürgermeisterin. Bestätigt. Bei ihr wusste man nicht, welchen Akzent man nehmen soll. Also, und wenn, ist es keiner, der besonders gut gemacht ist. So, jetzt ist auch ein wichtiges Element, was wir hier gezeigt kriegen, nämlich die Stabilisierenfähigkeit. Die ist, wo ist sie eigentlich? Hier. Auch das macht der Gremlin. Der fliegt rüber. Unsere muntere Drohne, die ganz ohne Bezahlung eigentlich die härteste Arbeit macht, mitten in der Front. Und genauso wie Medics im Krieg wird sie auch nicht beschossen. Da halten sich alle dran, das finde ich ganz fair, weil eigentlich ist das Ding ja doch ziemlich exponiert hier oben und sollte relativ schnell kaputt gehen, wenn man mal ehrlich ist. Aber, apropos kaputt gehen, das wird ihm nicht passieren. So, wem können wir noch ein bisschen Schutz bieten? Mehr Schutz als die Kirche zumindest. Ihm vielleicht, komm. Das wird schon wieder. Aber der hat ja eigentlich noch gar keinen Schaden. Also zumindest körperlich noch nicht. Nach dem, was er da alles mit ansehen muss. Aber hier wird man später, vielleicht passiert das hier auch, aber später kann man hier eine Art, so eine Art Schild um bestimmte Charaktere aufbauen. So, Streuschuss in diese Richtung, einfach um es nochmal zu zeigen, weil ich es ja eben nicht ganz hinbekommen habe. Nicht schlecht. 6 Schaden ist wirklich nicht gerade wenig. Ich mache jetzt mal hier ab und zu, drehe ich nochmal die Kamera. Jetzt könnte man hier Stumpfsinn machen. Stumpf ist Trumpf. Und dann baller ich wahrscheinlich nochmal drauf. Wobei ich mich jetzt schon fragen muss, wenn ich jetzt drauf ballere, ist der dann... Ach, das hat gar nicht geklappt. Scheiße. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das nicht klappt. Ja gut. Dann, na, vielleicht gehe ich doch lieber woanders hin mal, um zu ballern. Gehen wir mal hier in die Deckung. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Tempo eben war es 59, 62, irgendwie immer noch nicht toll. Aber gut, das müssen wir jetzt machen. Immerhin. Hier sehen wir auch nochmal den Unterschied, den eine Rüstung macht im Vergleich zu keiner Rüstung. Also die Rüstung nimmt 1, 2, 3 der Schüsse dann ab. Und die Schüsse und den Schaden und das alles seht ihr immer hier, ne? Wird hier immer angezeigt. Was ist Crit Chance? Wahrscheinlich Critical Hits. Hier kann man sich Details übrigens auch an- und ausblenden. Aber ich finde sie sehr schön integriert und das Ganze ist nach einer Weile total selbsterklärend. Hier sieht man auch die Muni. Also man sieht eigentlich alles, was man wissen muss. Jetzt überlege ich, soll ich den einfach... Ich überwältige ihn. Komm, einmal draufgehauen. Oh, shit. Das Ziel ist immer noch. Das ist aber nicht schlimm. Weil der guten, mit der guten Keule... Kann man immer schön einen draufdotzen. Habe das Ziel verhaftet. Genau. Lebst du noch? Ja, ich denke schon. Nur mein Stolz hat etwas abbekommen. Und dein Diaphragma. Und ein paar Rippen. Das hätte alles nicht passieren dürfen. Die meisten Menschen sagen einfach, danke. Oh, natürlich bin ich dankbar. Aber diese Leute hätten gar nicht in der Lage sein dürfen, so etwas anzurichten. Wie meinen Sie das? Ich habe Ihre Gefahreneinstufung gelesen. Vor einem Monat waren diese Aufständischen bloß Maulhelden, ohne jede Handhabe. Eine ernsthafte Bedrohung waren sie höchstens für Schnapsflaschen. Wieso erzählen Sie uns das? Wieso jetzt? City 31 demonstriert der Welt, wie Menschen, Hybriden und Aliens dauerhaft den Frieden wahren können. Und ich bin das Gesicht des Ganzen. Irgendjemand wollte das, wofür ich stehe, heute Abend in Flammen aufgehen lassen. Wir sind nicht wegen irgendwelcher lokalen Intrigen in der Stadt. Ich weiß. Aber momentan sind Sie die Einzigen, von denen ich sicher bin, dass Sie für eben diesen Frieden kämpfen. Kann ich auf Sie zählen? Jawohl, Ma'am.
Hammer, das ist doch mal ein Gespräch, das wird politisch auf jeden Fall Wellen schlagen. Damit kommt jeder, der jetzt hier beteiligt ist, irgendwann gut weg und wird auch vielleicht mal in die Politik kommen irgendwann. Hier ist das, was ich kurz erzählt habe. Durch zwei verhaftete Feinde erhältst du die Chance von 40% auf 20 Informationen. Also insgesamt eine Menge Informationen. Hier nochmal ein bisschen Auflistung. Kann man gucken, wie geil man war. Dass man hier, wen habe ich getötet? 15. Es werden wirklich immer roundabout 20 Gegner sein. Zumindest bisher. Und das ist auch gut so. Also es ist eine gute Menge. Es sind immer meistens diese drei Abschnitte. Aber das Setting ist häufig anders. Und die Aufgaben auch. Was sie sagt. Deshalb hat sie das Sagen. Nicht übel für unsere erste offizielle Mission. Tu das nicht. Was nicht tun? Den Tag vor dem Abend loben. Das... Das bringt Unglück. Ja, sowas meine ich, ne? Nicht nur manche reden hölzern, sondern auch das... Das bringt Unglück. Das würde keiner mehr sagen danach. Die Identität der Angreifer ist bislang unbekannt. Der Stadtrat bittet alle Bürger, die Ruhe zu bewahren. Sie wird am gleichen Tag vaporisiert, an dem XCOM den Chimera-Trupp in die Stadt schickt. Hört sie die Stimme in ihrem Kopf? Das bin ich! Sie müssen aufwachen! Hat Bürgermeisterin Nightingales Stimme trotz aller Opposition die Reclamation Agency in die Stadt gebracht. Ohne ihre Unterstützung steht die Zukunft des Chimera-Trupps in den Sternen. Willkommen zurück, Chimera-Trupp. Die Direktorin will mit uns sprechen. Danke, dass Sie die Bürgermeisterin haben sterben lassen. Sie sind gefeuert. Das ist nicht hilfreich. Du hast recht. Tut mir leid. Ich stelle den Anruf durch, wenn Sie soweit sind. Ich habe Ihren Einsatz im Museum verfolgt. Und das, was danach kam. Direktorin Kelly, ich übernehme die volle Verantwortung für alles, was passiert ist. Genug. Ich habe Sie nach City 31 geschickt, weil ich glaubte, Sie wären bereit dafür. Heute Abend haben Sie meine Erwartungen übertroffen. Die Polizei hat innerhalb von 3 Stunden nach Ihrer Ankunft in der Stadt Unterstützung angefordert. Sie haben sofort reagiert. Sie waren schlecht ausgerüstet und unterbesetzt. Trotzdem haben Sie sich angepasst, wie es Ihnen beigebracht wurde. Nicht zu vergessen, dass Sie die Bürgermeisterin gerettet haben. Sie haben sie in Sicherheit gebracht, wie die Stadt es wollte. Geben Sie sich nicht die Schuld für etwas, das Sie nicht kontrollieren. Konzentrieren wir uns lieber auf die nächsten Schritte. Ich habe einen Kartentisch eingerichtet. Bereit, wenn Sie es sind. Gehen Sie rüber, ich bleibe dran. Bleiben auch Sie dran. Denn es wird spannend. Jetzt kommt der Management-Part des Spieles. Hier sehen wir die Stadtkarte. Willkommen in City 31. Während der Advent-Besatzung war die Stadt eine Festung mit einem aktiven Raumhafen. 5 Jahre nachdem XCOM den Krieg gewonnen hat, ist sie für Aliens, Hybriden und Menschen gleichermaßen zur Heimat geworden. Sie verfügt über neue Produktionsstätten, eine autonome Regierung und regionale Landwirtschaft zur Versorgung der vielschichtigen Bevölkerungsgruppen. Trotz aller Widrigkeiten blühte diese Stadt nach dem Krieg auf. Es gab keine Vergeltungsangriffe. Bis heute Abend. Das wissen wir nicht, noch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Die Polizei hat unsere Unterstützung bei der Sichtung der Beweise am Memorial Museum angefordert. Sie haben heute gute Polizisten verloren. Helfen Sie ihnen so gut Sie können und bringen Sie in Erfahrung, was wir herausfinden können. Wunderbar. Das ist also Stadt 31, nicht zu verwechseln mit Stadt 17. Hier könnte man sich jetzt noch viel durchlesen, ich habe das aber alles schon hinter mich gebracht. Hier unten rechts wartet auch direkt ein kritischer Einsatz, der mir quasi mich direkt zur nächsten richtigen Mission bringt. Deswegen kann ich hier mehr oder weniger noch gar nicht viel machen. Jetzt muss ich gerade gucken, warum kann ich hier noch... Ah genau, okay, kann ich mir meine Leute angucken. Ich habe aber eh nur 4. Ich kann auch nichts machen. Ich kann eigentlich nur quasi die nächste Mission starten. Die Polizei braucht Hilfe, um die Nachwirkungen des Angriffs heute Nacht zu untersuchen. Der Tod von Bürgermeister Nightingale hat die Stadt in Aufruhr versetzt. Tun wir, was wir können, um zu helfen. Und was schön ist, hier sieht man das jetzt nicht. Man hört es noch nicht, es kommt aber alles gleich. Vertraut mir. Hier sind noch weitere Module. Das ist nur eins der Module und was ich sehr schön finde, die ganze Zeit läuft meistens Radio, man hört Fernsehen, man sieht Leute, die sich auf das beziehen, was gerade passiert ist. Das ist richtig toll gemacht und auch sehr schön ist das.
Zusammenarbeit mit der Polizei hat ein also, paar Türen geöffnet. Also, es kommt gleich, glaube ich. Also, bis jetzt wissen wir Folgendes. Die Bürgermeisterin wurde von einer primitiven Plasmabombe getötet. Die Aufständischen hatten keinen Zugang zu den hierfür erforderlichen Bauteilen. Dann hatten sie also Hilfe von außen? Höchstwahrscheinlich. Es gibt drei Gruppierungen in City 31, die solche Waffen beschaffen könnten. Ah, okay, deswegen ist das vorher noch. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Manchmal kann man die nächsten Ermittlungen mählen. Manchmal kann man sich sowas wie ein Hauptziel suchen, das man verfolgt. Und das ist dann tatsächlich nicht irrelevant, weil das häufig ziemlich langwierige Unternehmungen sind mit 10 Missionen und mehr, die quasi dann auch eine Weile dauern, auch in der Spielzeit einige Tage, Wochen dauern, bis sie sich entwickeln. Insofern sollte man sich das gut überlegen, wen man verfolgen will. Was ich euch nachher zeigen werde, weil ich es bereits zu Ende gespielt habe, ist der Graue Phönix. Was ich jetzt mal nehmen könnte, ist vielleicht das hier, eine religiöse Untergrundbewegung für Hybriden. Sie predigt Erlösung, aber nur für jene, die einst gegen die XCOM gekämpft haben. Wie gesagt, es sind hier diese drei ersten. Ich weiß nicht, was da noch kommt, aber es ist sehr schön und das ist auch das Bemerkenswerte, was ich vorhin sagen wollte, dass wirklich versucht wird, den Fraktionen, den Gegnern, den jeweiligen Helden auch auf meiner Seite, dass wirklich versucht wird, denen eine Geschichte auf den Leib zu schneidern, sozusagen. Die Heilige Spirale. Ehemalige Advent-Offiziere, die eine Religion für sich entdeckt oder genauer gesagt erschaffen haben. Sie behaupten, der wahre Pfad für die Hybriden in City 31 zu sein, solange dieser Pfad bewaffnete Ausschreitungen bedeutet. Direktorin, das sind hiesige Kriminelle. Fällt das nicht in die Zuständigkeit der Polizei? Völlig richtig. Die Reclamation Agency unterstützt die örtliche Polizei nur. Aber wir müssen auch gefährliche Materialien sicherstellen. Von allen, die der Welt schaden wollen. Und jede dieser Gruppierungen steckt da bis zum Hals mit drin. Also, wie geht es weiter? Konzentrieren Sie sich auf eine Gruppe. Ermitteln Sie, enttarnen Sie Ihre Operationen und zerschlagen Sie sie. In der Zwischenzeit suchen wir nach Verbindungen zum Tod der Bürgermeisterin. So oder so ist damit eine gefährliche Organisation weg vom Fenster. Ganz genau. Die Stadt will Gerechtigkeit für Bürgermeisterin Nightingale. Also helfen wir ihnen, sie zu bekommen. Ja, das ist jetzt genau das, worüber ich gerade gesprochen habe. Hier steht es ja auch, die Grundlagen, die Operation, die Zerschlagung, das sind die drei. Warum steht da eigentlich, ich müsste, nee, 1, 2 und 3, oder? Eigentlich... Naja, die Nummerierung ist ein bisschen komisch der Phasen. Also Grundlagen, Operation, Zerschlagung. Das sind die Varianten, die ihr habt. Aber das ist mehr oder weniger das einfach nur der ganz klassische Ablauf, den man aus allen möglichen anderen XCOMs auch kennt. Man muss forschen, man muss den Bezirk sozusagen, hier gibt es verschiedene Bezirke, wie ihr seht, die werden alle noch relevant, muss man im Auge behalten, schauen, dass man da so sein Ohr auf dem Boden hat sozusagen, um herauszukriegen, was hier zum Beispiel jetzt passiert. Und jetzt sind wir hier auch schon bei neuen Optionen. Das eine ist diese Geschichte hier. Das Hauptquartier hat uns eine Montage geschickt. Ja, in der Montage kann man viel Ellirium und anderes vorausgesetzt. Hier sehen wir es. Das extrem dingelige 2038er Modell. Die Belastungstests der Muster werden etwas dauern. Aber wenn wir sie haben, kann es losgehen. Okay, ja. Das, wie gesagt, ist halt unsere Montage. Wird mehr verkauft, als wirklich passiert. Da kann man sich, indem man einen der Jungs, und das ist wichtig, weil man hat jetzt ja nur 4 in seinem Wagen. Einer ist raus, jetzt kann der Wagen nicht mehr fahren. Weiß ich nicht, weil die einen pro Reifen brauchen. Ich habe keine Ahnung, warum die nicht den blöden... Es gibt sogar Androiden und nein, die übernehmen dann nicht den 4. Platz. Die warten irgendwie... Also du kannst den Wagen ja gar nicht starten mit 3. Also die Androiden, die dann quasi Ersatz sein sollen, sind nur dann Ersatz, wenn in der Mission einer stirbt zwischen den Schritten 1, 2 und 3, also zwischen den 3 Abschnitten eines Levels. Es ist völlig verrückt. Wahnsinnig, sage ich euch. Naja, das ist aber auch eines der Hauptprobleme, weil man hat am Anfang zu wenig Platz für den ganzen Shit. Man hat nicht genug Leute, man kann quasi, genau, und da sind wir bei Leute. Können, dass wir zu wenig Personal haben, um effizient zu hab, als hätte ich es gewusst, das heißt, dass das passiert. Mehr Agenten nach City 31 holen können. Ja, und... Die ganzen Trupp.
aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang und nach werden all diese Charaktere freigeschaltet und sie sind tatsächlich, wie ihr hier sehen könnt, doch relativ ausgearbeitet. Also man hat hier so, was haben die während XCOM 1 gemacht, was haben die während XCOM 2 gemacht, wo sind die im Moment, wo sind die vielleicht ganz gut, wo kommen sie her, wo wollen sie hin, was ist hier 3-Jahres-, 5-Jahres-, 10-Jahres-Plan. Das ist also schon interessant, wie viel Mühe man sich gibt, um dem Ganzen, und die haben natürlich dann auch, die haben auch Dialoge und Monologe miteinander und Co. Also das ist schon nice, weil im Grunde sind es ja irgendwelche No-Names, die irgendwann sterben, wenn man Pech hat. Wobei ich sagen muss, bisher habe ich jedes Mal, wenn einer gestorben ist, habe ich eine Fehlermeldung bekommen. Also es kann auch sein, dass die gar nicht offiziell sterben dürfen. Hier habe ich einen mit dem Schild, hier habe ich einen, der einfach unglaublich brutal und böse ist, und hier habe ich einen Sniper. Ich nehme jetzt mal, ja, wobei, doch, ich nehme jetzt mal den, weil ich den zeigen will, aber ich werde den später auch benutzen, denn es ist schon einer meiner Lieblingscharaktere. Es gibt ein Problem. Warum, werdet ihr schnell sehen. Willkommen. Was ist los? Ich habe gesehen, dass jemand den größten Spind belegt hat. Ja, das war ich. Ich wusste, dass sie kommen, also habe ich ihn belegt, bevor es ein anderer tut. Kein Problem. Ich räume mein Zeug raus. Das ist ja das Problem. Das habe ich schon. Mit Gewalt. Sie... haben Sie den Zettel nicht gesehen? Hinterher. Ich ersetze alles, was ich kann. Ich meine, das ist halt irgendwie blöd, aber ist auch irgendwie lustig, ne? Dass die diese ganzen soapigen Dialoge dazwischen haben, die nicht wirklich dazu beitragen, dass man die Geschichte unbedingt versteht, aber man versteht in dem Fall die Bad Attitude von dem Typen, den wir uns gerade ins Team geholt haben, verdammter CDT Axiom. Was ist Commander T, CDT Chief Deputy Terrormacher? Ich habe keine Ahnung. Der Axiom, ne? Der hat nämlich Umklatschen und Wut und Aufpautschen. Das sind schon mal alles sehr, sehr wichtige, Anteile, die ich in meinem Squad gerne gebrauche. So, da wird nämlich gerne auch mal gehauen. Und jetzt habe ich nämlich, wie ihr gerade gesehen habt, ja einen frei bekommen. Und jetzt überlege ich, ob ich sie überhaupt... Ja, der mit dem Schild ist schon geil eigentlich, aber sie, was hat sie denn? Ich muss nochmal gucken. Was haben denn meine Charaktere eigentlich nochmal für Fähigkeiten? Dazu muss ich, und das ist ein bisschen komisch, das irritiert mich, erstmal in so eine Mission gehen. Doch nicht. Okay, ich wollte nämlich eigentlich, ich mach's erstmal. Ich will gucken. So. Ich glaube aber, dass das auch anders geht. Und zwar, indem ich jetzt gleich nochmal schaue. Wenn Sie einen Diebstahl beobachten. Melden Sie sich dem 3-1-PD und machen Sie weiter. Mit einer Ausnahme. Feinde, die gefährliche Schmuggelware bei sich haben, könnten versuchen zu fliehen. Lassen Sie sie nicht entkommen. Das stimmt. Manche versuchen wirklich quasi abzuhauen, indem sie das Ende des Levels erreichen. Und man bekommt am Ende Schmuggelware. Insofern ist das alles korrekt und war eine gute Hilfe. Hier habe ich jetzt, wird mir gesagt, dass Godmother, ich werde sie mal abbrechen, dass sie quasi nicht verfügbar ist. Jetzt habe ich sie wieder rausgeholt. Und dann kann man hier auch die Charaktere wechseln. Jetzt ist natürlich die Frage, Maschinenpistole oder normale Pistole. Und dafür habe ich dann die Sprengladung. Also man kann aber auch, und das ist interessant, die Sprengladung einfach rausnehmen. Und dann ist er plötzlich nackt. Dann kann ich seine Features quasi, also die Sprengladung zumindest jemand anderem geben. Wie zum Beispiel Verge. Und Axiom, na gut, der hat schon die Schrotflinte. Viel mehr habe ich natürlich noch nicht. Es gibt wie immer einen Shop, es gibt auch einen Schwarzmarkt, aber es gibt bisher wenig. Also in diesem Areal, jetzt wo ich hier gerade bin, gibt es nichts, was ich damit machen kann. So, jetzt überlege ich mal gerade noch. Ich will Terminal, weil sie hat eine Maschinenpistole. Und ihr... Ach nee, die anderen habe ich ja schon verteilt. Gut, dann machen wir das so. Lassen es so, gehen nochmal zurück, verteilen ihn nochmal hier drauf. Und spielen dann die nächste Mission, die da natürlich auch wieder sehr, die wahrscheinlich wieder sehr, ja in dem Fall kritisch wird und sehr schnell geht. Ich mach's mal. Anfang der Woche hat eine Überwachungskamera Anhänger der Heiligen Spirale aufgezeichnet, wie sie in diesem Lagerhaus herumschnüffelten. Heute ging der stille Alarm los.
Das Lagerhaus ist voller Schmuggelwaren aus der Advent-Ära, die in einen Technologietresor gebracht werden sollen. Vorrücken, streng nach Vorschrift. Diese Technologie darf nicht gestohlen werden. Und schon sind wir wieder in dem Vorstoßmodus, der meiner Ansicht nach richtig gelungen ist. Lass mich kurz nochmal hier alles richtig einrichten. So, und zwar haben wir jetzt mehrere Varianten und da wird es dann auch interessant. Also, Überraschungen gleichzeitig mit dem Dreier-Schild. Erfolgreiche Schüsse auf Gegner während eines Vorstoßes betäuben. Ich nehme mal Axiom, weil der einfach mega stark ist und die da richtig, richtig schreien, richtig Flitzekacke kriegen, wenn er da plötzlich durchs Fenster kommt, während von der Seitentür die schwarze Mamba durchschlängelt. Sie ist sexy, aber sie hat auch schlagkräftige Argumente, denn sie hat eine Schrotflinte dabei, die gehört ihrem Vater. Er trug sie, während er von Vietcong gefangen genommen wurde, die Schrotflinte über mehrere Monate in seinem After versteckt, um sie ihr zu geben, die Familienschrotflinte. Von der anderen Seite, an der Haupttür, wo sie jetzt keiner mehr was erwartet, weil wenn da erstmal von der Seite zwei Leute reinkommen, denkt doch keiner mehr an die Haupttür, kommt sie, denn sie ist die Vorhut hier mit der Drohne und kann dann im zweiten Schritt alle heilen. Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Los geht's! Zack, bumm, überrascht, 91, das nehme ich. Oh, schön. Und der nächste, auch von dieser Geschichte hier, ist eigentlich perfekt. Da muss man gar nicht viel machen. Leider habe ich Pech gehabt, aber das hätte auch anders gehen können. Und den ballern wir auch ab. Man sieht es manchmal leider nicht, weil die Kamera nicht immer optimal ist. So, das ist jetzt hier die Drohnen, das Drohnenkommando. Auf jeden Fall eine gute Waffe, das MG. Und hier ist die Mucke auch nice. Ich mach mal ein bisschen lauter. Decke meinen Bereich. Einmal pro Einsatz kannst du eine Einheit auf der Zeitachse vorziehen, sodass sie als nächstes an der Reihe ist. Diese Fähigkeit wird vom gesamten Trupp geteilt. Einmal pro Einsatz. Teamarbeit heißt das Ganze. Vorbereitung gewährt einen Verteidigungsbonus und bewegt die nächste Runde der Einheit auf der Zeitachse, das ist die hier, nach vorne. Hilfreich bei brenzligen Situationen und beim Koordinieren. So, jetzt kann der eine, könnte man eigentlich mal probieren. Wen habe ich gerade? Sie. Wenn sie jetzt hier hingeht, oder kann ich von hier schießen? Geht ja auch von hier, ne? Okay, wir gucken mal. Ich mach mal was. Aber wenn ich schieße, ist automatisch Ende. Nein. Dann mal gucken, ob ich Vorbereitung beendet die Runde, Feuerschutz beendet die Runde. Alles beendet die Runde. Gut, dann mache ich Teamarbeit. Hier, koordiniert sich mit den anvisierten, nicht verhinderten Verbündeten und bewegt dessen nächste Runde als nächstes auf der Zeitachse. Das bedeutet also, in dem Fall Verge ist ja hier, ne? Heißt das jetzt, er würde wahrscheinlich dann ein Hochkommen. Ja, probieren wir mal. Wunderbar. So, und jetzt kann, was mache ich jetzt? Ja, jetzt würde ich sagen, baller ich einfach mal. Ah, 53 reicht mir eigentlich nicht. Da habe ich doch hier viel mehr. Was? Ernsthaft? Keine Munition mehr übrig. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wo könnte man jetzt am besten hin? Hier ist ja auch noch, aber da ist ja sie. Also ich habe jetzt kein großes Problem, weil es ist ja nur ein Android, aber ich will auch nicht wirklich unnötige Verluste jetzt noch in Kauf nehmen. So, ich möchte, dass du von hier haust, damit die anderen quasi die Schusslinie frei haben. Wahrscheinlich kann man auch auf diese Fässer schießen, die müssen aber hier speziell angezeigt werden. Nein, nicht abhauen! Naja, ist nicht schlimm. Der ist beim nächsten Mal dann eben im nächsten Raum und hat aber vor allen Dingen auch keine Energie dazu bekommen. Also es ist nicht schlimm. Die Heilige Spirale hat nur spezialisierte Mechteile gestohlen. Die Art von Teilen, die man nicht so leicht replizieren kann. Advent hat mit diesen Mechs Schrecken verbreitet. Die Heilige Spirale könnte Ähnliches vorhaben. Und wieder der Vorstoßmodus. Diesmal
Alle Einheiten erhalten Verteidigung. Ja, das ist gut, weil ihn hier werde ich gleich benutzen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich mache alle hier durch. Alle vier. Dann haben die alle, also eine Runde lang 25 Verteidigung. Man könnte aber eben auch erfolgreiche Schüsse auf Gegner während eines Vorstoßes betäuben. Man muss halt gucken, wo man hingeht. Sowas hier ist eigentlich nice. Zwei unterschiedliche Perks plus ein Rüstung. Ja, machen wir mal euch beide. Ihr seid ein bisschen schwächer, glaube ich, was die Lebensenergie angeht. Deswegen packen wir dich noch hier durch. Gucken wir mal. Zeit für den Vorstoß. Der Androide oder hier weiter hinten. 77% ist natürlich Quatsch. So, auch sehr smooth, wie da immer gewechselt wird, direkt vom einen zum anderen. Man wünscht sich, nein, und es schmerzt, wenn dann einer nicht trifft. Man wünscht sich aber doch schon, dass die Kamera einfach weniger hängen bleiben würde, weniger scheiße wäre manchmal. Aber das sind echt, das ist Leiden auf sehr hohem Regieniveau. Also es sieht geil aus, es macht Spaß, die Grafik ist auch nicht top. Aber sie ist funktionabel und mittlerweile haben sie ja auch, sag ich mal, das ganz gut raus, das alles schön zu inszenieren, obwohl es natürlich ein eher trockeneres Taktikthema ist. So, hier muss ich mal gucken. So kann man was erkennen auf der Achse. Ich mach mal wieder die Musik lauter. Ah, da oben. Ich wusste, irgendwo ist noch einer. Dann würde ich sagen, gehe ich doch mal. Hier habe ich... Schade, ich dachte, ich habe irgendwo vielleicht den vollen Schutz, aber habe ich nicht. Das war klar, es war abzusehen. So, hier steht es auch nochmal. Axiom erlangt Wut durch Aufputschen oder wenn er Schaden erleidet. Mit der Wut steigt Axioms Chance, Feinde mit Nahkampfangriffen kampfunfähig zu machen. Und das ist wirklich interessant, weil ich kann manchmal, und das ist eigentlich komisch beschrieben, weil das Risiko, dass Axiom zum Berserker wird, ist eigentlich genau das, was ich will, weil dann haut er zweimal zu. Das ist exakt das, was ich will, Alter. Umklatschen. Nicht nur einmal umklatschen, sondern doppel umklatschen. Das ist die doppelte Bud Spencer-Schelle. Was genau kann man daran nicht mögen? Aber es schadet ihm wohl, aber er findet es wahrscheinlich auch ein bisschen geil. Seien wir doch mal ehrlich, komm. Kann mir doch keiner erzählen, dass er es nicht gut findet, wenn er das zweimal machen kann. So, wir schauen weiter. Wo wir überall, nirgendwo, eher gesagt. Niemandem können wir helfen, außer ihn vielleicht noch erledigen. Also Godmother könnte jetzt natürlich auch hoch auf den Container. Ich glaube nur, dass wir gar nicht genug Zeit haben werden, das alles auszuspielen, weil der hier nicht mehr lange lebt. Denn ich kann ja auch schon von hier ballern, aber die Frage ist, ist es nicht geiler, von hier zu ballern? Habe ich da nicht eine bessere Sicht? Ich glaube schon. 76, jawohl, nehme ich. Die heilige Spirale ist auf der Flucht. Verlieren Sie sie im Lagerhaus nicht aus den Augen. Oh nein, nicht die heilige Spirale der Unfruchtbarkeit. Vorhut, wahrscheinlich alles Verwundung, überall steht Verwundung wahrscheinlich. Feinde verursachen während des Vorstoßes plus 1 Schaden. Warum sollte ich durch das Seitenfenster dann gehen? Vorhut, die erste Einheit, die durch diesen Zugang geht, wird für eine Runde festgesetzt. Ja, aber dann bleibe ich doch bei der Keypad-Tür. Also manchmal hat man auch Türen, wo man sich sagt, komm, die brauche ich nicht. Oder eher in dem Fall, alle Originaltüren sind scheiße und nur diese eine ist wirklich sinnvoll.
auch wenn durch diese langsame Bewegung, wie in Fallout suggeriert wird, dass man sozusagen sich beeilen muss, könnte ich jetzt ewig in diesem Bildschirm hier bleiben. Ah, das tut so weh, wenn die nicht treffen. Mann, Leute, was ist denn los mit euch? Wir haben das doch trainiert. Was? Ey, ihr könntet eigentlich direkt wieder einpacken. Direkt nochmal zurück in den Bus und dann nochmal... Ich weiß ja auch nicht, was man da mit euch am besten einäschern. Guckt euch das an. So viele. Okay, also wir haben zum Glück aber Axiom am Anfang. Und Axiom ist einfach der allergeilste, weil der kann sich aufpushen. Haben wir ja eben schon erklärt. Aufgedreht. Und ich glaube, dass in diesem kleinen Raum könnte ich mir vorstellen, dass ich zweimal umklatschen kann. Ich stürme heran. Daneben. Sag mal, kann doch mal irgendeiner treffen. Ja, der Druid hat sich selbst jetzt aktiviert. So, die Frage ist, sollte ich lieber alle in diese Richtung? Ich glaube, es ist besser in diese Richtung, damit alle gemeinsam gegen den Feind kämpfen. Ich glaube, das ist sinnvoller. 61. Naja, komm. Ah, immerhin! Endlich mal ein Treffer. Soldat, bewusstlos. Ja, ach so, oh, den habe ich gar nicht so ganz mitgekriegt, der ist erledigt worden. Das ist aber auch nicht so schlimm, den kann ich immerhin hier stabilisieren. Ich hätte auch noch 3 Runden Zeit, aber ich erwarte hier jetzt nicht so viel Gegenwehr und der wird dann eben gleich danach wieder belebt und ich kann den mitnehmen. Der ist auch nicht wirklich lange im Krankenhaus oder so. Der ist jetzt nicht, gilt nicht als schwer verwundet und ist dann nicht einsetzbar. Aber er kriegt Narben. Das erkläre ich aber danach, sobald wir mal zu welchen kommen. So, soll ich... Was mache ich mit dieser Granate? Ist die hier drin? Ja, da. Jetzt könnte ich Teamplay machen und mit Terminal irgendwie tauschen. Kurz vorm Ausrasten. Ja, das ist der sogenannte Dark Souls Meta. Und Axiom ist ganz vorne mit dabei, mit seiner Wut. Auch wenn gerade nichts kommt. Oh. Immerhin ist er weg. So, jetzt, ach scheiße, Teamarbeit habe ich ja schon benutzt, oder? Nur einmal pro Einsatz. Also hätte ich das vorher nicht benutzt, könnte ich jetzt hier Terminal vor dieser Granate retten. So weiß ich nicht so genau, was ich machen soll, damit es sie nicht erwischt. Außer vielleicht eben, nö, aber auch dann wird sie erwischen. Na gut, gucken wir mal, was hier passiert, wenn ich... Ne, machen wir auch nicht. Wir gehen hier hoch und machen den Streuschuss. Wenn es denn noch geht mit Punkten. Einfach mal volle Breitseite. Er ist von oben. Wir haben den High Ground. Qui-Gon wäre stolz auf uns. Und die Mission ist beendet und dadurch gehen wir kein weiteres Risiko ein. Alle haben mehr oder weniger überlebt. Dem einen fehlt vielleicht der Arm oder ein Teil des Schädels, aber solange er eine Waffe halten kann, ist er gut genug für die Kretschmer Company. So, und jetzt sind wir wieder zurück mit unserem geilen, wie heißt das, MTV oder irgendwas, auf jeden Fall Quad. Und kriegen 40 Tacken, sehr wenig. 40, was sind das? 40 Paragraphen, okay. 40 Paragraphen. Hier ist jetzt noch immer noch ein bisschen Text, so. Ist nicht unwichtig, all das ist ganz interessant. Er gibt die Geschichte so ein bisschen weiter, erklärt immer noch ein bisschen was. Die heilige Spirale platziert überall in City 31 Hyperwellenbarken. Diese Technologie stammt aus der Invasionsära und wurde zur Truppenkoordination eingesetzt. Das können wir Ihnen nicht durchgehen lassen.
deswegen eine Schweigeminute. Ja, also wir spielen weiter die heilige Spirale. Hier wird jetzt immer mehr, ihr seht schon, Mission für Mission kommt was dazu. Mehrheit gegen eine stadtweite Ausgangssperre. Ratsmitglied Pirata sprach für die Mehrheit. Solche extremen Maßnahmen sind nicht erforderlich. Der Tod von Bürgermeisterin Nightingale ist eine Tragödie, aber die Schließung der Stadt aus Angst würde genau den Prinzipien widersprechen, nach denen sie lebte. Die Polizei bleibt in der ganzen Stadt in höchster Alarmbereitschaft. Commissioner Maloof gab folgende Erklärung ab. Jeder 3-1-PD-Officer trauert um Bürgermeisterin Nightingale. Seien Sie versichert, wir werden die Verantwortlichen vor Gericht bringen. Wir bleiben dran. Sie hörten Celio Dash von Kanal 37. Das ist wichtig hier, weil Narben, es gibt Narben für die Einheiten. Es ersetzt so ein bisschen, wenn eine Einheit im Krankenhaus war. Finde ich sehr, sehr angenehm. Ist eine sehr schöne Idee auch. Und zwar können wirklich Leute, wenn sie zu hart kämpfen, haben sie irgendwann, tragen sie diese Narben. Das zeigt sich immer durch dieses kleine Symbol. Und die können natürlich unterschiedliche Ursprünge, aber auch Auswirkungen haben. Zum Teil hat man weniger, ja, hier steht auch, jede Narbe schaltet ein Ausbildungsprogramm frei, steht hier unten, das ich auch gleich zeigen werde, mit dem man sie wieder wegbekommt. Also hier, Moment, ja, hier. Unsere vorläufige Dienststelle hat alles Erforderliche. Also hier kann man Kram kaufen, wie zum Beispiel einen Androiden oder so. Munition. Ja, ja. Der Beschaffung fragen wir alles muss man kaufen, warum eigentlich? Solange der Trupp über das Budget verfügt, bekommen wir es. Jetzt möchte ich gerade gucken, da ich sind die Spezialeinsätze, oder? Nee, für Sondereinsätze. Manche da Einsätze wir gleich zu. Bringen dem Trupp nützliche Ressourcen. Achten Sie auf solche Gelegenheiten. Ich glaube, ich kann das noch gar nicht wählen. Ich glaube, normalerweise müsste es hier sein. Naja, gut. Also, nee, es ist woanders, aber ich kann es gerade nicht wählen. Man kann die also noch zu Spezialeinsätzen eigentlich einwählen. Und da, das ist wie Training. So, geht nochmal zurück, trainiert nochmal ein bisschen. Man kann ihnen da quasi wie so ein Mitarbeitercamp, so ein Fortbildungscamp, mittleres Management. Und danach können die ein bisschen mehr. Und dasselbe geht eben, um Narben wegzubekommen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, finde ich. Hier wird das wieder erklärt. Ermittlungen, Nebeneinsätze und Notfälle. Ermittlungen treiben das Hauptthema voran. Dass sich die heilige Spirale für Gentherapie interessiert, ist kein Geheimnis. Reclamation vermutet, dass sie ausgewachsene Genexperimente durchführen. Wenn das nur ein Gerücht ist, widerlegen sie es. Wenn nicht, dann schalten sie sie aus, bevor sie ein neues Horrorszenario heraufbeschwören. Ja, also man kann Dinge machen, die man nicht machen muss, die aber helfen, dem Stadtbezirk quasi Mut zuzusprechen. Das ist ähnlich, wie es auch die Staaten waren in XCOM 1 und es gab ja immer verschiedene Konzepte mit demselben Grundgedanken. Hier muss ich mir jetzt mal, ja, ich nehme die Rüstung. Ist natürlich sau wichtig, dass die Rüstungen besser werden. Man darf aber nicht vergessen, dass eben... Es gibt ein gutes Angebot auf kampftaugliche Androiden. Ich weiß, sie alle hassen sie. Ich nehme sie mal mit, aber ich brauche sie eigentlich auch kaum. Aber man hat, wenn man mal stirbt, gerne einen dabei, weil der natürlich dann diesen Platz, der sonst frei wird, ersetzt. Und man braucht das oft auch, aber die sind in der aktuellen Einstellung sind die nicht sonderlich gut, muss man auch sagen. Also die sind eigentlich eher so, ja, die treffen kaum, machen kaum Schaden. Man muss die deutlich verbessern, damit es diese, ich nehme an, es werden irgendwann diese, wie aus Robocop, diese großen Bots, die irgendwie zwei Plätze brauchen oder so. Könnte ich mir vorstellen, dass die sich dahin entwickeln. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall können sie bessere Waffen sicherlich irgendwann tragen. So, decke den verborgenen Einsatz auf. Da muss man dann hier eben, ja, wie gesagt, Missionen machen und so. Hier kann ich aber auch, wenn ich will, hier steht's immer. Andere Dinge, wie zum Beispiel, was das hier ist, weiß ich gar nicht. Ordnersymbol, weiß ich nicht. Vielleicht Lager. Auf jeden Fall kriege ich da 35... Paragraphen Geld und hier kriege ich Illyrium, es steht immer dabei, hier weiß man nicht, was ich kriege. Hier kann ich die Mission ja auch noch gar nicht anwählen, aber nach 5 Tagen wird sie automatisch aktiviert. Das gab es ja schon immer auch, dass es Missionen gab, die sich so langsam, die so brodelten, die man auf jeden Fall machen musste, wie so Checkpoints im Spiel. Meistens wird hier auch ein bisschen was von der Geschichte weitererzählt, die sind hier also auch. Was ist das? Ein Geheimlager? Chimera-Trupp. Ich bin Commissioner Malou vom 3-1-PD. Offen gestanden gebe ich einen Chrysalidenschiss auf Politik. Ich bin froh, Sie in der Stadt zu wissen. Die Polizei war schon vor dem Tod der Bürgermeisterin nur dünn besetzt. Es müssen Lücken gefüllt werden. Und da kommen Sie ins Spiel.
Wenn Ihre Leute die Situation besser handhaben können als meine, dann lasse ich Ihnen die Einzelheiten zukommen. Sollte der Stadtrat ein Problem damit haben, regle ich das schon. Die können es sich nicht leisten, mich zu feuern. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu arbeiten. Ich auch. Das wird sicherlich eine sehr interessante Partnerschaft. Hier sehen wir auch, was wir als Belohnung bekommen. Zum Beispiel ein Zielsystem, was ich dann mit den Waffen benutzen kann. Das verbessert meine Werte. Gebiet infiltrieren. In der Regel verfolgen wir dann wichtige Schmuggelware. Schnappen Sie sich die Schmuggelware und verschwinden Sie. Fackeln Sie nicht lange. Also was ich mich jetzt gerade frage, ernsthaft frage, warum habe ich hier 6 und bei meinen Spielständen nur maximal 4? Was ist mit diesen Robotern anders, dass die im Gegensatz zu meinen sich hier direkt von Anfang an alle beteiligen? Ich werde es nie verstehen. Vielleicht ist es auch nur hier so, aber das sind doch ganz normale Roboter. Also ich muss nochmal gucken, vielleicht habe ich irgendwas nicht erforscht. Ich weiß es nicht. Naja, okay, aber wir starten mal. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Diese Schmuggelware wird schwer bewacht. Jetzt probieren wir es mal aus. Ne, seht ihr, wieder habe ich nur 4. Exklusiver Zugang. Da werden die aber mega überrascht. Wir kommen nur noch dadurch. So, ich werde das jetzt nicht durchspielen. Diese Folge, also die Geschichte hier, diese Mission vor allem, die werden wir jetzt nicht zu Ende spielen. Aber wir gucken mal rein und dann werde ich nach einer kleinen Werbung einen Zeitsprung machen zu einem Spielstand, der ein bisschen weiter ist. Wie bei mir auch angekündigt, damit wir ein bisschen mehr sehen vom Spiel. Das dauert nämlich oft schon ganz viel Zeit, viele Missionen, einige Stunden, bis man, sag ich mal, weiter ist und wirklich was vorzeigen kann. Also ich habe, wie gesagt, mit meinem Spielstand bin ich bei Mission 19, habe eine der 3 Hauptaufgaben zur Hälfte auch nur fertig. Man wechselt dann, also nach 50% wechselt man zu einer anderen, also konnte ich es nicht ganz zu Ende machen. Also mal gucken, was da noch kommt. Und hier sehen wir neues Feature, Verstärkungen bevorstehend. Das ist irgendwie logisch, ne? Dass, wenn man sie überrascht, dauert es länger. Wenn man durch den Haupteingang kommt, kann die Verstärkung auch mal früher kommen. Aber es kommen teilweise doch nervig viele Gegner, bis man irgendwann rafft, okay, ich muss also ihr wollt, dass ich das und das mache. Es wird ja meistens auch gezeigt, ne? Das muss man irgendwo zum Terminal, irgendwas... Deaktiviere Zielwaffe. Irgendwas deaktivieren, um möglichst schnell quasi den nächsten Raum zu triggern, bevor immer mehr neue Leute kommen. Manchmal muss man auch abhauen, das ist dann immer sehr nervig, wenn man eine Einheit irgendwo hat, die einfach zu weit weg ist und die dann voll aufs Fressbrett kriegt, weil sie eben so weit in der Nähe der Feinde ist, ja, und alle anderen hauen ab. Ist ein bisschen, aber ist okay, also macht Spaß, ist jetzt nicht schlimm. So. Schon unterwegs. Bam, direkt runter, recycelt und weg. Da kann sich der nächste Betongießer, kann sich da Gedanken machen. Da ist ja einer drin. Ach, da gieße ich einfach drauf. Da gieße ich einfach drauf, das wird doch keiner sehen. Was ist hier noch? Nichts, nichts, nichts. Also nichts Interessantes. Keinem kann ich Schutz bieten, deswegen mache ich Vorbereitung. Haben wir ja schon gesehen, dass das häufig ganz gut ist. Wir zahlen den Preis. So, und hier sehen wir auch das, was ich schon meinte. Hier ist eine Kiste, in der ich Zeug quasi bekommen kann. Und jetzt mache ich mal Kampfwahnsinn, aber eben nur, wenn ich es schaffe, zu der Kiste auch zu gehen und sie zu öffnen. Wenn ich den Raum verlasse, ist die Kiste eben auch weg. Und was ich sehr schön finde, das werde ich später nochmal zeigen, es gibt eben solche Missionen, so die typischen irgendeine Fabrik, irgendein Gelände, irgendein Raum, Gebäude, was auch immer, mit verschiedenen Stationen. Es gibt aber auch diese klassischen UFO-Missionen, zwar nicht so viele bisher, aber doch, wo man eben irgendwo ankommt und dann ist da ein UFO und man läuft bis zum UFO und in das UFO rein und das ist schon irgendwie ein bisschen Memorial, aber es ist doch deutlich weniger, als man es von den früheren X-Men
anderen Teilen kennt, also deutlich weniger. Es sind mehr solche Gebäude und ähnliches bisher. Ich kann mir gut vorstellen, XCOM ist immer sehr überraschend, was noch so einen zweiten, dritten Akt angeht. Es kann gut sein, dass da noch was kommt. Ja, er muss jetzt in meine Nähe kommen. Da kann ich einfach nur abwarten, um ehrlich zu sein. Komm. Vielleicht läuft er ja mir vor die Flinte. Wir zählen auf dich. Musst du nicht. Ja, ist ganz nice. Was ich jetzt, weil ich ja als nächstes eine neue Runde starten werde nach der Werbung, was ich gern einmal noch demonstrieren möchte, ist die Kunst des bequemen, fast schon Idle-Game-artigen schnell abballern, schnell durchballern. Einfach ohne viel Trara, einfach mal immer wieder sich so durch die Menüs klicken. Das funktioniert relativ gut. Vielleicht hier jetzt nicht, weil die Karte so groß ist, aber irgendwann kommen die Feinde ja auch. Und wie man sieht, haben sie ja auch die sehr ungünstige Angriffsfähigkeit, mit Selbstzerstörung anzugreifen. Das geht eben immer nur einmal. Und was ich meine ist, dass nach und nach alles zusammenkommt und man eigentlich manchmal, wenn man wirklich die Überhand hat, und das kenne ich aus XCOM 3, wo ich ganz häufig mega gut schon war und einfach keiner mehr irgendwas machen konnte, hat man mehr oder weniger alles auf Autoplay gestellt und dann eben hier so alles so nach und nach erledigt und so dauern manche Missionen gar nicht mehr so lange. Das finde ich sehr angenehm, macht mir richtig Bock. Ich meine, das ist halt eher, wenn man, also teilweise habe ich nebenbei Serien geguckt oder irgendwas gemacht, während ich hier immer die Feinde erledigt habe. Ganz selten, also später schon natürlich, aber ganz selten am Anfang hat man da wirkliche Probleme mit. Erst wenn die wirklich kniffligeren Gegner kommen und auch man wirklich aufpassen muss, wenn sie sich wo bewegen, man welche Einheiten postiert und wo vermeintliche Deckungen eventuell bald nicht mehr da sind und so. Da wird es dann schon kffliger. Da muss man schon mehr aufpassen, aber generell ist es ein perfektes Spiel, um so Idle-Game-artig nebenbei zu spielen. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Die sind mehr oder weniger jetzt alle ready. Und jetzt nochmal hier, 36-0 ist halt gar nichts, ne? Das ist halt einfach gar nichts. Dann gehe ich doch mal hier näher ran und mach vielleicht nochmal einen Nahkampfangriff. Ja, bisschen besser. Ich dachte, ich kann noch mal schießen, aber nein, das wäre auch unfair gewesen. Ja, das war abzusehen, aber steigert offen gesagt nur seine Wut. Und jetzt leider keiner mehr da. Gerade jetzt, wo er endlich wütend ist, passiert nichts mehr. Glaube ich, oder? Das waren sie doch alle. Wo ist denn noch einer? Also keiner mehr. Runde beenden. Verstärkung steht kurz bevor, aber eigentlich haben wir es ja geschafft jetzt. Oder muss ich hier erlange den sicheren Datenpot? Achso, okay. Ich habe zu wenig aufgepasst. Vielleicht ist es tatsächlich auch hier mein Ziel. Komm rüber. Bevor die Verstärkungen kommen. Das müsste ich trotzdem aber noch schaffen. Muss jetzt weiter. Da. Jetzt aber. Ah, okay. Hätte ich das besser gemacht, ne? Hätte ich jetzt auch vor der Verstärkung schon evakuieren können. Aber was soll der Geiz? Wir haben es ja, die Waffen waren im Sonderangebot. Jetzt wird schön abgehauen. Vielleicht auf dem Weg nochmal kurz irgendwo über den Rücken ballern, das war's aber. Eigentlich wollte ich ja gar nicht so viel spielen. Also ich wollte jetzt nicht so viele Missionen am Stück machen, weil ich euch ja immer nur jede dritte oder so zeigen wollte. Aber ich werde gleich einfach mal die, weiß ich nicht, ab der 10. Mission oder so. Oder ich glaube sogar die 8., 9. war sehr interessant. Ich zeige euch einfach mal so ein Best-of und dann gucken wir, was weitergeht. Schon unterwegs. Aber ich glaube, hier mit der Mission kommen wir sehr schnell zur Rande.
Solche Missionen gab es ja schon immer, oder nein, nicht immer, aber spätestens bei XCOM Apocalypse, also dem dritten, gab es Missionen, in denen man feindliche Fraktionen oder Religionen, das gibt's ja dann immer in diesem Setting, auch verschiedene Kulte und Sekten, dass man denen, dass man die berauben konnte. Das habe ich gerade in Apocalypse irgendwann so benutzt, um mir mein komplettes Wirtschaftssystem war darauf ausgebaut. Stellt euch vor, ihr könntet täglich Amazon raiden und Amazon kann nichts dagegen machen. Da würde ich da auch jeden Tag neue hingehen. Und so habe ich das mehr oder weniger gemacht, bis alle Firmen unter meiner Knute waren und eigentlich nur noch für mich gearbeitet haben. Und dann gehörte mir die Stadt. Und das war ganz geil. Und hier hat so ein ähnliches Feeling, nämlich dass man eben gegen die verschiedenen Fraktionen kämpft und denen Daten abnimmt, Geld klaut oder ähnliches. Aber es wird natürlich alles in diesem Konstrukt und weniger in dem Management-Part wird das ausgelebt. So. Es gab spontane Mahnwachen zu das ist neu. Bürgermeisterin Nightingale, deren Tod sie Wenn sie nicht auf einer Mission sind, sollten sie ihre Fähigkeiten trainieren. Die physischen und die mentalen. Der Kraftraum ist der ideale Ort dafür. Hier können sie sich an bleibende Wunden gewöhnen, die sie im Feld erlitten haben. Und da die Verwundeten gerade unter uns wandeln... Danke fürs Bemerken. Das ist jetzt die beste Gelegenheit, sich darum zu kümmern. Immerhin hängt das Leben ihrer Truppkameraden von ihrer erfolgreichen Genesung ab. Sie sollten diese Wunden nicht vernachlässigen. Das würde ihnen lange nachhängen. Wird euch jetzt nicht überraschen zu sagen, dass ich das ein bisschen lange hab gären lassen, bis ich mich drum gekümmert habe. Ich dachte am Anfang, das wäre ein Orden. Das sah aus, als hätten die mittlerweile, die haben Orden gesammelt. Hier Stufe 2, 3. Ich dachte, das wären so kleine Abzeichen. Vielleicht brauche ich auch eine Brille. Aber in dem Fall habe ich dann erst ein bisschen spät gemerkt, dass das Narben sind. Aber irgendwie ist ein Orden ja auch eine Narbe. Und eine Narbe ist ja auch ein Abzeichen. Also hatte ich doch irgendwie recht. Und das ist alles, was mich interessiert. So. Hier nehme ich jetzt einen meiner Charaktere, die... Ach, habe ich... Doch, er hier, er hat eine Narbe, ja. Auch schön, ihr habt es gemerkt, ne, dass auch genau er jetzt eben gesprochen hat. Also es wird schon sehr auf die jeweiligen tatsächlichen Verhältnisse in meinem Team eingegangen. Hier könnte ich sie ganz normal einfach verbessern, so 20 Liegestützen mäßig. Oder ich werde eben dafür sorgen, dass unkonzentriert entfernt wird. Und zwar hat das wohl meine psionischen Fähigkeiten geschröpft und ihm geschadet. Da steht er auch bereit, sich seinen inneren Dämonen zu stellen, so wie ich, wenn ich mich hier vor die Kamera setze. Das ist es jetzt erstmal, das soll es sein. Wir machen eine Stunde erstmal jetzt hier am Ende. Wir machen jetzt erstmal ein Päuschen. Danach, ich weiß nicht genau wann heute, aber ich laufe ich noch zur Höchstform auf und werde nochmal eine weitere Stunde dranhängen mit sowas wie einem Best-of meiner Spielstände und vielleicht auch der einen oder anderen wirklich guten, schön inszenierten Mission, die euch dann noch ein bisschen heiß macht aufs Game, weil das ist ja wirklich erst der Anfang und ich selbst bin ja auch noch lange nicht am Ende. Ich habe trotzdem bei diesem Spiel schon jetzt sehr viel Freude gehabt. Ich habe es reingehauen, habe direkt am ersten Abend, so wie ich es eigentlich von XCOM kenne, bis 5 Uhr morgens gespielt. Komm, wenn ihr es mir nicht glaubt, also ich weiß, ihr glaubt es mir, das glaubt mir jeder, da muss ich nichts beweisen. Aber trotzdem möchte ich kurz mal zeigen, nachdem ich nämlich erst mega die Ladeprobleme hatte und Spielstände nicht gingen, natürlich, Technikkarma, habe ich irgendwann angefangen. Und achtet mal nur hier auf die Zeiten. Man sieht einfach an der Zeit 3, 3.50, 3.55, 4, 4.07 Uhr. Man sieht richtig, wie er langsam versumpft, ne? Und wie seine Zeit dann 4 und am nächsten Tag um 2, 2.40 Uhr, 4 Uhr. Es ist eindeutig ein Spiel. 5.53 Uhr. Es ist ein Spiel für sehr späte Zeiten. So, jetzt aber haben wir relativ früh noch. Wir haben hier 19.26 Uhr. Deswegen werde ich hier. Warum soll ich das abspeichern? Ich Wahnsinniger. Das will ich doch gar nicht. Das hier wird später quasi nicht mehr da sein, dann spielen wir meinen Spielstand weiter. Hier noch kurz für einmal kurz alles gezeigt. Hier wird, wie gesagt, immer der neue Shit, die Beförderung und alles. Gut, das machen wir auch noch kurz. Komm. So, hier kann man noch mal ganz kurz zeigen, wie das funktioniert mit den Beförderungen. Mein Bild schnell weg. So. Das kennt ihr ja, so ein Perk-System, wo es hier mit so einem typischen Fähigkeitsbaum immer weitergeht, je nachdem, was das für Leute sind. Geht ihnen ab da dann ihr ganzer Zweig erst auf
Und das ist auch wichtig. Also ich habe schon ganz viele in Senior Agent. Und später gibt es dann hier zum Beispiel Aufträge, Ausbildungsaufträge und ähnliches, die nur für echte Agenten, hier glaube ich auch, die nur für echte Agenten oder bestimmte Grade verfügbar sind. Also man, es lohnt sich, das zu machen. Es lohnt sich eigentlich, wie immer, in allen Bereichen irgendwas zu machen hier. Es ist ein Spiel, was einen wirklich überhaupt nicht loslässt bis 5 Uhr morgens. Oh, kein Problem. Kein Problem. Mache ich dir jeden Tag. Ja, wir machen gleich damit weiter. Ich sag das jetzt mal so. Kann aber auch sein, dass es rein aus Zeitgründen jetzt nicht geht und vielleicht in der die nächste Stunde ein andermal kommt, kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall danke für die Aufmerksamkeit. Dieses Spiel könnt ihr euch jetzt schon mal schön gehackt auf den Tisch legen. Da lege ich meine Hand ins Feuer, dass das richtig schönes Spiel wird und jedem gefallen wird, der mit XCOM seine Freude hat. Und vor allen Dingen, das ist vielleicht noch wichtig, diese ganzen Comic-Einblendungen, diese Story, zumindest, man braucht es ja nicht, man kann es auch wegklicken, aber dass einen das zumindest nicht total abturnt. Dann hat man damit Spaß. Und die Leute, die das mögen, die haben sogar noch mehr. In diesem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüss. Das war's von dem neuen XCOM. In diesem Sinne sagen wir jetzt Tschüss und euch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns gleich nochmal wieder. Bis dann. So, wo war denn jetzt nochmal der dämliche hier, ne?